Empfehlung eines Trinkers. Trinkabenteuer von und mit Jörg Meyer. Das fieseste Agar-Dreck. Geschätzte Freunde guter Getränke, ich sitze hier mit Tom Jakschas und Greta. Wir sitzen hier auch, wir trinken Alkohol. For a reason. Wir haben uns auf die Dachterrasse, es kann ein bisschen windig sein, ich bitte das zu verzeihen, wir haben uns auf die Dachterrasse der Monkey Bar geschlichen und haben uns überlegt, es ist an der Zeit, über die Monkey Bar zu reden, Tom, oder? Gerne, genau. Wir haben gesagt, es stehen jetzt so viele gute Flaschen und wir haben bis jetzt vor lauter Arbeit haben wir immer vergessen, darüber zu sprechen. Und jetzt, wo wir auf Rastin warten, weil der gerade in irgendeinem Meeting sitzt und wir auf ihn warten, haben wir gesagt, nutzen wir die 15 Minuten, um uns um 16.45 Uhr einen leichten Nachmittagsrausch zu verpassen, damit Greta und ich im Rückzug um 20 Uhr ein kleines Nickerchen machen können. Und jetzt haben wir einfach mal gesagt, es gibt hier so viele tolle Flaschen, die wir rausgesucht haben. Wir nehmen einfach mal 4 bunt gemischt und trinken die und sagen da was zu. Und du hast meine Lieblingsflasche mitgenommen. Mezcal, da lacht er. Er weiß, dass ich... Ich will nicht sagen, dass ich Mezcal nicht mag, aber das ist durchaus eine Spirituose, die mir nicht so... deren Hype ich nicht so verstehe. Also doch, die verstehen kann ich den schon, weil der wird ja richtig cool hergestellt. Aber geschmacklich holt er mich manchmal nicht so ab. Was haben wir noch im Angebot, Tom? Was wir sonst noch haben, der Reihenfolge nach werden wir verköstigen einen Halbbitter aus dem Haus Scholzen. Fangen wir damit an oder hören wir damit auf? Nö, wir fangen damit an. Wirklich? So ein Halbbitter? Ja. Ach, ja. Den machen wir doch zum Schluss, oder nicht? Du wirst sehr wahrscheinlich dann die Tonleiter runtertrinken. Dann fangen wir, okay, das ist kein Problem. Du hast recht, du bist der Captain. Wir werden die Klaviatur des Tom Jakschas hier spielen. Ich werde mich willenlos dir hingeben. Weil also, sollten wir nämlich mit dem stärksten Vertreter anfangen wollen, befürchte ich, dass uns die Feinheiten des Ehrenfelder Halbbitters verloren gehen werden. Gut, dann hast du recht, außerdem. Ja, nee, wir fangen mit dem Ehrenfelder. Welcher ist das hier, der braune? Das ist dieser hier, das genau. Das braune Gläschen. Genau. Oh, sehr schön. Bernsteinfarben. Also, wir haben in der Monkey Bar Cologne ein Fläschchen, das ist sehr ehrlich gelabelt. Ich werde das mal fotografieren. Darauf steht drauf, Ehrenfeldern, ein bisschen altdeutsche Schrift, feiner Halbbitter, Haus Scholzen, gegründet 1907, Köln-Ehrenfeld. Da wohnst du auch. Ne? Richtig. Da steht noch Telefon, da steht noch Telefon 515-919, ganz oldschool ohne Vorwahl. Ja. Warum sollte das jemand außerhalb Kölns trinken? Wir brauchen doch keine Vorwahl da drauf, packen Renate. Und deutsches Erzeugnis. Ja, das ist das neuere Label. Es gab noch ein alteres mit einem Echtgold-Prägedrück. Den durften sie so nicht mehr verwenden, Warum? Weil da wohl irgendwelche Inhaltsstoffe in der Farbe drin waren, die das hat aufquellen lassen. Die waren wohl inzwischen verboten. Ach so. Also 1907 ging das wohl noch in Ordnung. Und dieses Produkt haben wir zum einen in die Karte genommen, weil wir gesagt haben, wir würden gerne kölnische Spirituosen featuren. Richtig. Dann haben wir gesagt, wir wollen natürlich aus Kölns Heimatdorf Ehrenfeld, aus Toms Heimatdorf Ehrenfeld eine Spirituose featuren. Und es ist auch lustig, die Leute, die das machen. Ne? Richtig. Also letztendlich das? Ist es so, dass es Scholzen, das sind in Ehrenfeld sehr bekannte Brüder. Der Ältere hat das Haus Scholzen übernommen, damals von seinem Vater, kurz nach dem Krieg wohl. Ein gutbürgerliches Restaurant mit angegliederter Spirituosenmanufaktur und ja, nebenan gibt es jetzt ein etwas frischeres Bistro, was ich dann auch, ich glaube, das nennt sich Scholzens Bistro. Und der jüngere Bruder hat den Weinpalais, das ist der Weinhandel bei uns auf der Venloer Straße in Köln, Ehrenfeld. Das sind die beiden Brüder, beide, wie gesagt, dem Alkohol rein geschäftlich zugetan. Und der ältere Herr Scholzen ist ein Unikat. Jedes Mal, wenn ich dort eine Flasche abholen gehe, ist es wieder, immer wieder ein Fest. Und man muss sich das vorstellen, man geht in, wir haben uns ja verabredet, ich war noch nicht da. Ja. Es ist ein gut bürgerliches, so richtig so eine Gaststätte, so ein Restaurant. Es ist eine Gaststätte, und dann hast eine du recht eine, große Gaststätte. Ist, dann hast du gesagt, man geht durch eine Bierschwemme. Es gibt, es gibt zwei Eingänge. Es gibt einen genau auf der Ecke gelegen. Das ist der eigentliche Eingang wohl. Der führt dann an der Theke vorbei in den Gastraum. Ja. Und die andere Tür ist so mehr oder weniger die Shop-in-Shop-Eingangstür.
Das ist dann der Bereich, wo man dann halt zur linken Hand das Spirituosenangebot begutachten kann. Und man ist dann halt direkt auch an der Theke, an der Bierschwemme. Das ist da, wo das Bier gezapft wird und Bier auch abgeholt wird vom Service und so weiter. Das ist eine großartige Theke, Kupfer, strahlt wie neu. Habe ich heute mich noch gewundert, wie großartig die aussieht. Und wir haben ja uns überlegt, oder du hast dir überlegt, weil du bist ja so Chief Drill Instructor für die Karte hier gewesen. Ehrenfelder feine Halbbitter, Bitter, da haben wir uns überlegt, was können wir da machen? Und da haben wir uns überlegt, wir machen eine Negroni-Variante damit, oder? Richtig, ich habe ja schon mal eine Negroni-Variante fabriziert, muss man sagen, die Contessa Negroni. Das kommt von dir? Ja. Warum schreibt man das immer Gonzalo zu? Damit der Gonzalo sagen kann im Kommentar, dass ich das war. Sehr gut, dann hat das. Aber wer das Negroni-Buch. Ein paar Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Wer Gary Regans Negroni-Buch kennt, da steht es richtig drin. Von Tom Jack. Richtig. Es war einfach damals, haben wir, glaube ich. Aber jetzt mal ganz kurz, was ist in der Contessa drin? In der Contessa ist Aperol anstelle Campari, weil ich bekannterweise nicht der bitterste Freund bin und Aperol einen ordentlichen Zucker dazu führt und auch ein bisschen fruchtiger ist und auch nur ein Halbbitter ist. Und Gin, dann hatten wir damals, weil es brandneues Produkt war von den Kollegen der Traveling Mixologists, Haug und Berg, den Orangenblütenextrakt. Den haben wir noch mit draufgegeben. Also und das war so, als in der Bitterflasche, also in der ja, genau. Sportel war. Okay. Orangenblütenwasser Wasser. Hatten sie halt damals. Hatten. Und als Zeste eine Grapefruit. Und war das dann doch ein eher weniger maskuliner Drink im Gegensatz zum Conte Negroni, das habe ich einfach Contessa Negroni genannt. Verstehe. Deswegen und daran angelehnt ist dann halt auch unsere Variante, die wir da nennen The Arp Negroni, dazu gleich mehr. Zutaten sind, zufälligerweise haben wir auch den Gin hier dabei stehen. Ja, das das ist Sinners Strength Gin. In Sinner Strength, also Sinner ist auf Kölsch Sünder und Sinner ist dann halt einfach nur die englische Übersetzung dessen und der kommt mit schmalen 57,3 Volumen Alkohol daher. Ein Nametas leicht, es kommt hier angetestet, im Prinzip alkoholfrei. Und er ist aber nicht der Stärkste im Ensemble. Im Prinzip könnte man, ich habe gelesen, wie heißen die Jungs, nicht Ferdinand, Siegfried macht das alkoholfreie, im Prinzip das gleiche wie der alkoholfreie Gin von Siegfried. Also dieser Gin kommt da halt rein, lokal Kolorit pur plus Ehrenfelder Halbbitter. Campari muss natürlich trotzdem mit rein und unser großartiger Wermut, das ist der Berto Rosso. Ja, der ist richtig gut. Machen wir in der nächsten Folge. Weil wir haben uns überlegt, wir machen jetzt hier ja die Köln Diaries. Wir nehmen mal 3-4 Flaschen und. Richtig, deswegen haben wir auch zwei lokale Produkte mitgenommen. Wir haben, glaube ich, 6-7. Produkte aus Köln, die wir featuren, da wir entweder das Produkt großartig finden oder die Menschen dahinter. Mhm. Wie ich damals mal gesagt habe, was? Bitte? Im besten Fall beides. Im besten Fall beides, aber ich hatte auch damals gesagt, mir ist es wichtiger, wie der Mensch dahinter tickt, als die Qualität des Produktes. Also es kann sein, dass es vielleicht da draußen großartige Produkte aus dem Großraum Köln gibt, wir aber noch keine Freunde sind. Und kann man ja noch ändern. Das kann man noch ändern, richtig. Es gibt sehr viel. Wir haben auch gerade ein Regal aufgemacht, wo diverse großartige Produkte von befreundeten oder noch nicht befreundeten Spirituosen, Brennern, Vertrieben, wem auch immer. Es wird einen extra Raum dafür geben. Sehr gut. Okay, trinken wir Ehrenfelder Halb. Genau, Ehrenfelder Halb, bitte. Kein Problem. Also deutliche eine Süße. Schöne Süße, aber finde ich geht. Ja. Also ist natürlich drüber. Also vorne prägnant süß eindeutig und dann kommt da halt eben. Und dann wird es aber auch so ein bisschen malzig, das ist interessant so. Ich weiß jetzt nicht, welchen Zucker die dabei führen, ob das jetzt gemeldet ist. Sämig fast so ein bisschen. Das ist wie so eine. Ja. Also schon angenehm. Sehr mild. Genau. Das finde ich von diesem. Also wenn man jetzt über Kräuter redet, ich kann jetzt keins sagen, was wirklich dominiert. Aber würde ich eher als angenehm bezeichnen. Ja, das ist auch bei uns. Also kann man es so in die Richtung Averna stellen? So ja, ich glaube, ganz angelehnt natürlich. Ja, es wurde, glaube ich, damals, ich hatte mich auch schon mal mit jemand anders unterhalten, der ein ähnliches Produkt herstellt. Grüße an Gisela von Lark. Die hat dann halt ihren Köbis und
nach einer Anekdote ihrerseits basiert der Ehrenfelder Halbbitter auf dem Kürbis, den damals ihr Vater hergestellt hat. Sozusagen eine Raubkopie innerhalb eine Raubkopie, der Kölner Bitter. Genau, die dann später das Original überholt hat. Und jetzt gibt es den Kürbis auch schon wieder seit geraumer Zeit und erfreut sich großer Beliebtheit. Ich glaube, damals sollte es die Kölner Antwort auf den Jägermeister sein. Wurde mir mal so zugetragen, dass es irgendwie sowas gesagt hat, ja, kann man ja auch selber machen. Versuchen wir es mal. Geht nicht wirklich, ansatzmäßig geht's, aber nee, also es ist kein, geht also in eine andere Richtung. Ja, genau, ich finde aber angenehm, also wirklich. Genau. Also auch. Ich als großer Nicht-Jägermeister-Freund. Muss auch nicht gekühlt sein, also normalerweise trinkt man ihn gekühlt, er wird auch gerne als Shot gereicht in Kölner Kneipen. Mhm. Ist ein Pleaser. Also wir haben ja in unserem anderen Laden, ist ja eine Kegelbahn, und wenn dann irgendjemand ratlos ist oder das Produkt der Wahl gerade nicht vorhanden ist, dann raten wir immer zu Ehrenfelder. Da tut sich eigentlich keiner mit schwer. Zum Sortieren. Zum richtig. Sortierbitter zu, so, und dann zur Entscheidungsfindung. Die eine ich weiß Hälfte. Nicht, was ich trinken soll. Fangen Sie erstmal mit Bitter an. Genau. Richtig. Ja, sehr lecker. Also, wer Lust hat, den mal probieren will, hier im Monkey Bar. Oder dann als der Erb Negroni. Und warum heißt er der Erb? Der Erb Negroni ist gewidmet dem Herrn Müller, der ich glaube, er war sogar deutscher Meister, sogar mehrmals deutscher Meister, bis er nach einem unglücklichen Kampf und einem Zusammentreffen mit einem Ringrichter lebenslang disqualifiziert wurde. Ich glaube, er den Ringrichter zusammengeschlagen hat. Ja, Ring. Er wollte wohl gehört haben, dass er als dreckiger Zigeuner beschimpft worden sei, und deswegen hat er dem Ringrichter auf die Bretter geschickt. Wurde wohl angeblich wieder rehabilitiert später. Ja. Aber in der Zwischenzeit hat er sich auch durchaus als Wrestler in den USA verdingt. Großartiger Mensch. Es gibt bei YouTube einen mega klitzekleinen Film. Mega. Ich weiß nicht, ist der untertitelt? Wäre hilfreich, stellenweise. Ja, der spricht starken Akzent, also ja. Kölner Akzent. Gebürtiger Sülzer, also aus meinem Geburtsviertel. Aber man muss auf jeden Fall, wie heißt der Müller? Wie heißt der mit Vornamen? Dieter. Dieter? Dieter Müller? Peter? Jetzt Peter. Jetzt zeige ich Peter. Also der Erb für Köln, der Erb für der Affe sozusagen, deswegen Monkey Bar, haha. Und Müller mal auf YouTube, das ist ein mega Schwarz-Weiß-Film über diesen Boxer. Manche sagen, böse Zungen behaupten, man hatte ihn abgenannt, weil er halt eine leicht, ja, wie soll man sagen, hängende Körperhaltung hatte. Manche haben auch gesagt, Das wäre aufgrund der Behaarung. Ich will mich da nicht festlegen, habe ihn, glaube ich, persönlich nicht kennenlernen dürfen. Beerdigt ist er auf jeden Fall auf im Südfriedhof. Sehr schön. Hätte eigentlich Melaten sein müssen. Was ist Melaten? Melaten ist der Promi-Friedhof. Ja, absolut. Entschuldigung. Wir müssen die Gebeine nochmal umschicken. Andererseits war er ja mehr Mann des Volkes. Ja, so. Eindeutig. Und jetzt trinken wir also Sündal Gin. Das riecht hier sehr nach Mezcal, das war das falsche Glas. Richtig, wir gehen. Jetzt, nach das rechts. Riecht sehr nach Gin. Ich gehe nach links. Das ist der Gin sein. Das ist der Sündal Gin. Es gibt von der Brauerei Sünner in Köln-Kalk mehrere Spirituosen. Auch hier in der Provinz hat man herausgefunden, dass Gin wohl durchaus verkäuflich ist. Nein. Nein. Und ich glaube, die Jungs haben dererlei drei Gin und einen Wodka und diverse Korn natürlich. Und bei dem Gin haben sie, glaube ich, einen normalen mit 40 Volumen Alkohol. Dann haben sie noch einen, hast du nicht gesehen, gefilterten aus googelbaren Zutaten und halt eben diesen Sinner Strength Gin. Also eine Anlehnung an die Navy Strengths mit seinen sehr wahrscheinlich. Könnte man jetzt von ausgehen. Mit ansprechenden Label. Darüber könnten wir diskutieren. Du hast aber ja eine Gin nicht gesehen, du okay. Hast die anderen nicht gesehen. Also okay. Das ist der Einäugige unter den Blinden, würde ich sagen. Okay. Man steht noch so drauf, macerated with grains of paradise. Ich frage mich, warum das da in Englisch draufsteht, aber gut. Und dann ist da ein Date of Birth, es wird also handgeschrieben, wann er geboren wurde. Dieser ist vom 6. vom April 2017. Frisch. Probieren wir mal. 57 Volumenprozent. Wow. Ja. Die Nase wird frei. Ich finde aber sehr klassisch, ganz sauber Gin. Ganz tolle Zitrus-Wacholder-Bombe. Ja, absolut. Dann nicht viel, außer elegant eingebunden viel Alkohol. Ja,
führt zu leichten Räuspern. Ich würde sagen, nachher einen mit Tonic wäre gleich. Ja, wie gesagt, es war auch gar nicht so geplant, dass die Kölner Produkte in der Form eingesetzt werden bei uns. Aber wie ich von den lieben Kollegen gehört habe, erfreuen sich alle unserer Kölner Produkte einer großen Nachfrage. Wir hatten ja noch auf die, das veröffentlichen wir nochmal so, die Best-of-Liste, die haben wir noch nicht gesehen. Wir haben jetzt ja knapp 4 Wochen, offiziell war es eine Pre-Opening-Phase. Seit letzter Woche ist offiziell geöffnet, die Bar. Vorher war offiziell nicht, also es war schon auf, aber es war so eine Sneak-Preview. Das lief schon sehr gut und ich glaube, der Abendnegroni ist einer der Bestseller. Ne? Ja. Was man eigentlich nicht erwartet. Nee. Nach einer Bar, die nach der Negroni-Week aufgemacht hat. Ohne dass Mauro oder Morgenthaler hier als Gast gewesen wären. Ja, nicht geschafft. Wir wären gerne früher fertig gewesen. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Ja. Also Sinner Gin, ich habe ihn tatsächlich auch schon zweimal als Gin Tonic, finde ich wirklich diese Sinner Strengths, wer irgendwas Lokales sucht und einfach einen sehr geraden, ziemlich kraftvollen Gin, finde ich eine 1. Ja. Oder? Ehrlich, hoher Alkohol, wenige Botanicals. So, was trinken wir jetzt? Jetzt kommt dein Favorit. Wir müssen uns beeilen, weil in 3 Minuten macht die Bar auf, also wir können ein bisschen länger machen. Ich bin immer sehr schnell, sehr voll hier wegen der Außenterrasse. Jetzt kommt einer deiner Favoriten. Juhu, Mezcal. Das ist aus der Palenqueros-Serie von Mezcal Artesanals, hergestellten von Juan Hernandez. Was ich sehr charmant finde, ist, dass halt eigentlich das Label ausschließlich von einem Foto des Distillers besteht. Der Name der Serie oder des Herstellers eigentlich fast gar nicht zu lesen ist. Es prangt riesengroß, wie gesagt, der Name des Destillateurs, das Foto und unten dann halt eben die notwendigen Informationen, die man heutzutage als wissender Aficionado braucht. Und zwar in diesem Fall handelt es sich... Fachbegriffen von der rechten Balkonseite hier. Ja, Schatz. Tust du gerne trinken, brauchst du Informationen, hast du unten stehen, auf Spanisch mit Englisch vermischt. Sehr gut. Also, was da steht, ist, dass es halt aus der Tobaziche Agave gewonnener Pure Single Palenque Mezcal ist, was letztendlich nur bedeutet, dass es kein Blend ist. Es wurde in einer Palenque, in einer Distillerie geschönt, sage ich das mal, hergestellt. Und ist aus der relativ neuen Serie Palenqueros von Maison de Whisky. Dieser Tobaziche kommt mit 49 Volumenalkohol daher. Und hinten stehen auch noch notwendige Informationen, wie hoch denn bitteschön das gute Dorf San Pedro Taviche liegt, nämlich 1485 Meter. Notwendige Informationen. Hat man nichts zu tun und sitzt allein zu Hause. Kann man, während man diesen Blog hört, auch wirklich gucken, ob das denn so hinhaut? Darf ich kurz mal unterbrechen? Gerne. Greta, hast du irgendwas verstanden von dem, was er in den letzten 3 Minuten gesagt hat? Mhm. Ja, mega viel. Wirklich? Trinkst du Mezcal? Bitte? Trinkst du Mezcal? Nee. Okay, könnte sich jetzt ändern. Natürlich. Packaging ist schön. Packaging ist schön, sehr gut. Sehr großartig, sehr gut. Ne? Das ist aber, ja. Okay, tatsächlich, also ich weiß, als Mezcal... Ich sag mal, nicht Aficionado. Aficionado? Ja, du weißt schon, was ich meine. Liebhaber? Nicht als Affe, darf ich in der Manke Bar sagen. Ne? Ich weiß, dass das aus Agaven gemacht wird. Und dass man das manchmal irgendwie eingräbt und einer draufspuckt oder mal ein Huhn reinkommt, was man destilliert oder so. Ich vereinfache ein bisschen. Ja, ja, ja. Was ist ein Mezcal? Bitte? Was ist denn Mezcal für was den Was ist denn Mezcal jetzt wirklich? Nerdfaktor an oder aus? Ich mach's mal aus. Ich würde sagen, so eine gesunde Mischung. Es für den ist vergleichbar im weitesten Sinne mit einem Ur-Tequila, bevor dieser höchst industriell hergestellt worden ist. Im Gegensatz zu Tequila wird er aus verschiedensten Agaven hergestellt, zumeist aus einer inzwischen ja, in Feldern angebauten Sorte, namens Espadin, aber es gibt eben halt auch Wildagaven, wie zum Beispiel die Tobaziche, und die wird in der Regel halt eben nicht angebaut, sondern die befindet sich halt irgendwo in der Nähe des Dorfes. Und man spricht dann halt innerhalb der Familie, zum Beispiel wenn der Großvater sein Business aufgibt und er weiß aber, da ist eine Agave, dann wird an den Sohnemann weitergegeben, wo denn diese Agave sich befindet, und in so 10
bis 20, 25 Jahren. Weil sie erstmal unterirdisch wächst, oder? Nö, das wächst genauso wie jede andere Agave halt eben auch, aber die Agave braucht halt ihre Zeit und ja, insbesondere die Wildagaven haben durchaus mal eine Wachstumszeit von 25 Jahren, wohingegen bei Tequila man ist irgendwie heute so bei 8 Jahren, hat aber auch mit der globalen Erwärmung zu tun und auch mit der Art und Weise, wie es halt eben angebaut wird, aber Wildagaven, die wachsen dann halt eben da, weil die auch nicht wirklich durch, nicht ausgesät worden sind, sondern ganz klassisch, es gibt eine Wildagave, sie hat einen Blütenstamm, Fledermäuse kommen und vertreiben, so wie bei uns die Bienchen, machen das halt eben in Mexiko die Fledermäuse und die verteilen dann halt eben die Samen und da, wo die Fledermaus dann sich erleichtert hat, da wächst dann halt im nächsten Agave. Und wenn man trinken dann sozusagen Fledermaus-Schiss 25 Jahre auf. Guano-Schnaps. Und nun ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass man das dann eher in der Familie weitererzählt, wo denn halt eine Agave derer Art ist und wo sie dann demnächst anzufinden sein wird. Das ist ja interessant, weil ich meine, eine Agave, die werden ja auch groß. Ja, wenn durchaus jetzt, riesengroß. Ja. Genau, wenn jetzt 25 Jahre wächst und sie aber eigentlich niemand gehört, kann ja auch der Nachbar kommen und sie die nee, schnappen. Nee, das ist wirklich so, das muss ich auch mal nachgefragt, dass es wirklich sich so verhält, dass die ownt man das, das gehört dem Dorf. Es gehört dem Dorf und man muss dann auch wirklich bei den Dorfältesten anfragen, ob man denn diese Agave denn benutzen darf. Was ich eine sehr charmante Lösung finde, dass jetzt nicht ein Großkonzern kommt und sagt, ich kaufe dieses Land und alles, was sich darauf befindet, ist jetzt meins und alles, was sich an Wasser darunter befindet, ist jetzt meins. Nein, es gehört der Gemeinschaft und man muss wirklich als Teil des Dorfes fragen, darf ich diese Agave haben? Und das wird dann halt so gemacht. Das ist ja cool. Okay. Ich trinke mal meinen Lieblingsschnaps hier. Dieses Produkt kommt, wie gesagt, von einer Zusammenarbeit mit Maison du Whisky zustande. Wird hier in Deutschland von Kirsch Whisky importiert. Und es gab von eben dieser Flasche, glaube ich, immense 16 Flaschen oder so. Und da dachte ich mir, ich nehme mal 6. Was erzählst du mir jetzt? Hast du dir gleich 4 geklaut aus dem Lager? Jetzt sind die eingeschlossen. Ich dachte dann einfach, ich nehme einfach mal 6 und muss noch mal 2-mal telefonieren, damit die anderen 10 Flaschen in gute Hände kommen. Und ich glaube, die dürfte es inzwischen auch nicht mehr geben, was natürlich schwieriger macht, das Podcast hier 1:1 nachzuleben. Okay, dann ist das die Flasche, die man nicht nachkaufen kann. Das wusste ich, tut mir leid. Mit sehr viel Glück kann man das wohl. Aber man kann sie nachtrinken, zum Beispiel in der Monkey Bar. Genau, richtig. Ja, sehr gut. Wo sind die anderen 10 hingegangen? Man munkelt. Okay. Also ich würde sagen, dass jeder Mezcal gut aufgehoben ist bei den Kollegen im Chicago Williams in Berlin. Das stimmt. Da gehört mindestens eine Flasche eines jeden guten Mezcals hin. Sonst darf man in Deutschland auch gar nicht offiziell sein. Okay, aber tatsächlich, okay, ich habe ja schon mal ein paar Mezcal getrunken. Ich mache mir auch ein bisschen Spaß. Da ist eine ungewöhnliche Frucht in der Mitte, wenn man schluckt. Das ist dann halt eben diese Besonderheit an der Agave. Es gibt halt. Weil das kenne ich so nicht. Ich kenne halt immer dieses sehr rauchige. Rauchige, da was dann gerne mal dominiert, insbesondere bei Essverdienst. Da ist noch nochmal drin und so. Aber das ist sehr ungewöhnlich. Das ist interessant. Ja, deswegen habe ich auch den genommen. Es gibt noch natürlich noch andere Sorten davon. Ne? Ich glaube, es gibt aus der Serie gibt's mindestens 7, glaube ich. Wir haben 3. Von denen für uns entdeckt und eines hat eben eine Tobacice, das andere ist ein Espadin und das andere war, glaube ich, eine Mixtur aus Espadin. Diese, ich weiß nicht, ob du das magst. Und ich versuche gerade diese Frucht zu beschreiben, weiter. Das weiß ich gar nicht. Ist schwierig. Fast, ne? Ein bisschen süß nachher auf der Zunge. Obwohl es ja kein Zucker hat, aber. Ja, das ist schon. Das ist echt schräg, das Zeug. Ist es ein durchaus trinkbarer Mezcal? Ja, ja, absolut. Es ist nicht ganz so ein Rauch. Ja, woher kommt dieser Rauchfaktor? Also das, was ich als Rauch wahrnehme, ist das richtig? Darf man das sagen bei Mezcal? Hat das ist definitiv Rauch. Das ist Rauch. Weil hat mit der Produktionsart und Weise, okay, zu tun, dass die Agavenherzen unterirdisch gedämpft, ach ja, das werden. Das mit dem Töpfchen manchmal so. Okay. Also insgesamt gab es 567 Fläschchen, steht hier drauf. Davon 16 in Deutschland, davon 6 bei uns in der Monkey Bar. Und Jungs und Mädels, was läuft? Lass ihn kommen, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Macht aber nichts. Wir haben auf dich gewartet. Du musst noch eine Flasche warten. Wir wollen gerade über das Angebot deiner Bar reden. Vor uns steht Rastin, der Barmanager von der Monkey Bar. Moin. Wir hatten ja schon mal eine Folge, ne? Im Le Leon. Aber da gab es ein Bild dazu. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stabiles Bild, ja. Ich komme gleich dazu. Du kommst gleich, okay, wir trinken weiter. Okay, bis gleich.
Ja, okay, hat mich überzeugt. Und bei manchen Mezcals tue ich mich auch schwer, wenn dann halt die Beschreibung dessen, Burnt Rubber, habe ich auch schon mal gehört. Weiß ich nicht, verbrannte Autoreifen, ob ich das trinken möchte. Aber ist es, diverse Aromen sind sehr gut eingebunden. Ich finde hier tatsächlich diese Frucht sehr, also das kann ich so nicht. Genau, es ist schön fruchtig. Ja, okay, hast mich überzeugt. Könnte doch noch. Vielleicht probiere ich nochmal einen Mezcal. Bei unserer nächsten Folge darfst du noch einen holen. Haben wir mehr von solchen Flaschen? Mit so einem Bildchen drauf? Drei. Achso, haben wir drei Gringos? Es sind sieben Kollegen. Ich glaube, es gibt sieben und wir haben uns für die meines Erachtens drei die schönsten können. Entschieden. Verstehe. Okay. Da ist Tommy auch ein bisschen genau. Welche Flasche ist denn jetzt das Rümmchen? Das Rümmchen ist der strohgelbe Kollege. Geil. Hui, Banane. So, da sieht man auch, dass tägliches Auftauen der Flaschen dem Label nicht gut tut. Ja. Aber ganz alkoholfrei riecht das nicht. Nein, es ist auch ein Overproof. Weil du eben sagtest, wir fangen mit dem Stärksten an. Arbeiten uns rauf, ja, nicht runter. Du wolltest ja runter, hätten wir den hier zuerst genommen, dann hätte sich das mit dem Mezcal ergeben. Nee, das dann wäre die fruchtige Note, wäre die denn entgangen. Ja. Also, die Flasche, die wir uns jetzt zu Gemüte führen, ist ein Hampton Estate Pure Single Jamaican Rum Overproof. Mit freundschaftlichen 60 Volumen Alkohol. Das hat sich gleich in meiner linken und rechten Nüster hier angekündigt. Mit einem auf dem Bananenblatt kamen sie geritten. Und das Label liest sich, also das Frontlabel sieht eigentlich aus wie ein Backlabel. Es steht eine Menge Text drauf. Eine Menge Text und zum Glück habe ich meine Brille dabei. Und es steht halt die High Easters Art, also es handelt sich um einen hohen Ester Rum. Eine klassische jamaikanische Spielart, darf man das so sagen? Richtig. Mein Wissen, ja. Okay. Fully matured in the tropics, das bedeutet tropisches Fuss Aging. Dass man dann, wenn in Jahren gesprochen, dann darf man nicht vergleichen mit den Produkten, die dann gerne aus Schottland kommen. Wilde Fermentation, das bedeutet, keine Zuchthäfen kommen zum Einsatz, sondern das heißt, Mutter Natur, spontan, vergoren wie Champagner. only pot still, also nur Kupferbrennblasen kommen zum Einsatz. Springwater, wer es glaubt. Und Frühlingswasser? Es gibt keine natürlichen Farbstoffe und er ist absolut zuckerfrei. Was bei uns in der Monkey Bar eigentlich der rote Faden durch sämtliche Produkte ist, genau. Insbesondere bei Rum. Als offizieller Sugar-Hater, wofür du meine volle Unterstützung hast, hast eigentlich nur Rums rausgesucht, wo kein Rum, oder haben wir doch einen? Ja. Ich glaube, bei dem Pacto Navio ist ein bisschen drin. Beim Pacto Navio eigentlich nicht. Wurde mir von Herrn Balke versichert, dass die Kubaner da ein kleines Problem mit haben und trauen dass die gesamte Süße, die der hat, trauen wir den Kubaner? Keinen Meter weit, aber ich traue dem Herrn Balke. Wenn der Balke falsch informiert ist, dann nee, ist aber man sagt ja, dass, also ich wollte das jetzt auflösen, man sagt ja dadurch, wenn du in Süßweinfässern reifst, das ist eine... Ist in Ordnung, braucht ihr irgendwas? Sehr gut, vielen Dank. Alles okay. Wir arbeiten uns durch. Dass wenn man in ich sehe schon, dass das sehr anstrengend ist. Ja, es ist sehr anstrengend, ja. Wenn man in Süßweinfässern reift, sagt man ja, dass es eine Zuckerung des Rums durch das Fass gibt. Richtig. In dem Fall ist es kein additiver Zucker. Genau. Und das trifft bei allen unseren, glaube ich, allen unseren Produkten zu. Ja. Dass der Zucker halt eben nur von der Fassreife kommt, insbesondere Pacto Navio, eben Sauternes-Fass. Genau. Übrigens, Sloppy Joe's Mojito hier, mega. Sloppy Joe's Mojito ist Standard. Ja. Mit Super Sava. Hab ich nicht gesagt. Okay. Ich hätte auch jeden verabschiede anderen. Verabschiede mich und meine Geschmacksnerven. Trink mal noch. Ja, bis morgen. Ja, es ist das neueste Produkt. Wir hatten uns schon vorher für einige Produkte von Kirsch entschieden. Insbesondere aus der Transcontinental Rum Line Serie. Und dann kam der gute Herr Henke doch tatsächlich noch vor nicht allzu langer Zeit nochmal vorbei und hat uns dieses Fläschchen präsentiert, neben anderen großartigen Produkten. Und da dachte ich mir, Jamaika und Guyana sind zwar recht stark vertreten bei uns, aber der Alkohol, du machst jetzt gerade ein Sonnengesicht. Naja, es ist extrem trocken, was ich mag. Ja. Schießt das Wasser nur so in den Mund hier. Der schmeckt aber gar nicht nach 60. Naja, also gut, ich will jetzt nicht kleingeistig sein, aber 40 ist das nicht. 40 ist das? Ich glaube, wir haben auch kein einziges Produkt mit 40. Nee, das ist ja auch enorm. Also. Nee. Mega. Also, was ist das denn hier vorne drauf? Was ist denn Trelawney Endemic Trelawney. Rum? Was ist das denn? Trelawney is famous for its, was heißt denn das? Distillerie. Ach, das ist die Distillerie. Müsste theoretisch die Distillerie sein.
obwohl Hampton eigentlich Hampton ist. Aber ich glaube Trelawney, wenn das nicht die Zuckersorte ist, dann ist es. Was steht hier mit Schmetterlingen und Krokodilen oder dieses Bild hier? Ach, mit Schmetterlingen, das ist natürlich wichtig. Setz mal deine Brille auf. Ja. Also extrem klassischer Jamaika, Easter. Es schmeckt ja immer, finde ich, nach Bananen getrocknet oder so, hat so Bananen. Wie findest du das? Hm? Greta haucht einen ganz gut und heftig hier. Also es ist die Distillerie. Distillerie ist es, also es ist natürlich Hampton in Trelawney, ja. Also ja. Beides ist, trifft zu. Okay. Und dieser Kreis Trelawney oder was auch immer das sein mag, die kümmert sich halt eben um Biodiversität in verschiedenster Art und besonders um Schmetterlinge, wie es scheint. Haben wir was dazugelernt. Sehr schön. So, Rassin ist wieder da. Das heißt, wir können weiterarbeiten. Sehr gut. Aufhören zu trinken. Wir machen weiter. Heiter weiter. Also auch, wir nehmen noch mal ein paar mehr Folgen auf. Also nicht heute, das schaffe ich nicht. meine Empfehlung eines Trinkers oder Trinkabenteuer mutiert die wieder so Richtung Bildungstrink, was ich ganz angenehm finde. Wir lernen von Tom. Vielleicht nennen wir die Folgen auch einfach Lernen von Tom. Hm. Oder Tom the Teacher. Passend. Ist passend? Ja. Sehr gut. Okay, Mezcal hat mich geflasht. Ehrenfan und Sünder kannte ich, aber finde ich einfach mega Produkte von hier. Und Hampton ist wirklich Rum, den ich mag. Wie würdest du ihn mixen? Also klar, wir würden alles mixen, aber ist das, haben wir den im Mai Tai? Nee, bei uns nicht. Nein, nee. Im Mai Tai haben wir den Navy Island. Ja, genau, Navy Island. Der auch mit schmalen Pound 50 daherkommt, ja. Ebenfalls ungezuckert quasi ist. Quasi alkoholfrei. Ja. Er hat ein Mühe an Zuckerkulör hat er abbekommen, aber kein Zucker, das war uns wichtig, dass unsere Rums halt eben keinen Zucker haben. Wie ich den jetzt trinken würde, den kann man durchaus sehr gut als Old Fashioned trinken. Sehr, weil man braucht nicht allzu viel Zucker. Denn bei diesen ungezuckerten Rums habe ich immer den Eindruck, dass da ein Hauch an Zucker vollkommen reicht, wo man eigentlich denkt, ein Fehlen an Zucker muss doch irgendwie ausgeglichen werden. Nein, im Gegensatz dazu gibt es ja sehr stark gezuckerte Rums, die schon an die Tür des Likörs klopfen. Und da muss man dann trotzdem nochmal locker 20 ml Zucker draufgeben, damit das Ding irgendwie geschmeidig rüberkommt. In dem Fall gar nicht. Auch der Alkohol darf nicht abschrecken. Es gibt halt, wie gesagt, einige Produkte aus der Ecke, da Worthy Park, Hampton und so weiter, wo man sagt, uiuiuiui, aber wohlschmeckend. Ja, sehr gut. Also Old Fashion, finde ich, macht Sinn. Wäre wahrscheinlich so ein Old Fashion, wo man einen trinkt, um den Abend absolut. Und vielleicht ausklingen auch, zu lassen. Genau. Aber mega, gute Idee. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, widmen wir uns den ernsthaften Themen wieder. Und bis zur nächsten Folge. Ich sag mal tschüss. 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 Wir müssen uns jetzt drücken. Alle weiteren Empfehlungen eines Trinkers finden Sie auf trinken.jrgmyr.net und dort finden Sie auch ein Newsletter-Signen und ich würde Sie bitten, gerade wenn Sie im Großbereich Hamburg wohnen, sich dort einzutragen, denn über die Newsletter spreche ich Einladungen zu Trinkveranstaltungen rund um Hamburg aus, denn lass es alle Theorie, es geht natürlich auch ein wenig um Praxiserfahrung. Bis dahin.